American infantrymen once again hit the road toward Korea's Cassidy. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir eine dramatische Eskalation amerikanischer Militärschläge erlebt. Entschieden und geplant wurden sie von einer kleinen politischen Elite in Washington, die meist von geopolitischen und wirtschaftlichen Interessen geleitet war. Diese wahren Hintergründe gelangten nur mit Hilfe von durchgesickerten Informationen an die Öffentlichkeit. Und das oft Jahre nachdem die Bomben gefallen und die überlebenden Soldaten nach Hause zurückgekehrt waren. Zu dem Zeitpunkt, als die Raketen abgeschossen und die Truppen ins Feld geschickt wurden, präsentierte man dem amerikanischen Volk bestenfalls Halbwahrheiten und verschwieg die wahren Gründe und Ausmaße der Militäraktionen. Immer wieder die gleiche Strategie. Manipulation statt Information. Propaganda statt Aufklärung. Schon der Vietnamkrieg lässt klar ein System der Kriegspropaganda erkennen, meint der Medienkritiker und Journalist Norman Solomon. Als Teenager las ich viel über den Vietnamkrieg und sah die Berichte im Fernsehen. In combat there are no niceties. A dead enemy soldier is simply an object to be examined for documents, then removed as quickly as possible, sometimes crudely. Freunde gingen als Soldaten nach Vietnam. Und als ich selbst ins wehrpflichtige Alter kam, fragte ich mich immer öfter, ob all das, was da aus Washington und dem Weißen Haus kam, wirklich wahr war. We fight for the principle of self-determination, that the people of South Vietnam should be able to choose their own course. Choose it in free election, without violence, without terror, and without fear. And through that process, immer mehr drängte sich mir die Frage auf, ob wir nicht viel mehr belogen wurden. Whether we were getting more truth or lies. Solomon sieht Parallelen zwischen der Propaganda für den Vietnamkrieg und für spätere Militäraktionen der USA. Während ich mir die Geschichte anschaute, beschlich mich immer mehr das Gefühl, dass sich zwar die Namen der Länder änderten und die Situationen auch irgendwie unterschiedlich waren, aber es gab immer auffällige Parallelen. So gut wie nie fällt ein Krieg einfach so vom Himmel. Die Grundlage muss gelegt und der Fall konstruiert werden. Und oft werden wir dabei betrogen. Es ist nicht neu, die Werbetrommel für den Krieg zu rühren. That we are living in an era marked by the growth of socialism. Its basic godless philosophy. Lying. Dirty. Its goal of world conquest. Shrewd. Godless. Its insidious tactics. Murderous. Determined. And its cunning strategy. It's an international criminal conspiracy. It's the same sort of. Die gleiche Botschaft, teilweise mit denselben Methoden, wird auch heute vermittelt. Identical techniques. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. These are barbaric people, servants of evil, the cult of evil. A monumental struggle of good versus evil. But good will prevail. You have the comparisons between. Da haben wir den Vergleich mit Hitler. And Hitler. We're dealing with Hitler revisited. Bin Laden and his terrorist allies have made their intentions as clear as Lenin and Hitler before them. We don't get information. Es gibt keine Informationen, um die Bilder richtig einzuordnen. This mad dog of the Middle East, I find he's not only a barbarian, but he's flaky.
the drug-related indicted dictator of Panama. Saddam Hussein is a homicidal dictator who is addicted to weapons of mass destruction. And as Aldous Huxley said long ago, Aldous Huxley hat gesagt, es ist oft überzeugender, Dinge wegzulassen, als direkt zu lügen. Oft hat die US-Regierung den Diktatoren, die sie stürzen will, vorher selbst an die Macht geholfen. Erwähnt man das also nicht, ist es eine effektive Form der Propaganda. Diese Art der Propaganda, verstärkt durch Appelle, die Angst schüren, ist Teil eines größeren Vorkriegsmusters. Man suggeriert, die USA wird nur im äußersten Fall zur Gewalt greifen. We still seek no wider war. The United States does not start fights. America does not seek conflict. I don't like to use military force. Our nation enters this conflict reluctantly. Widerwillig und nur mit dem hehren Ziel, Freiheit und Demokratie für die ganze Welt. We want nothing for ourselves. Only that the people of South Vietnam be allowed to guide their own country in their own way. Die demokratische Rhetorik soll die Leute überzeugen, dass manchmal auch unangenehme Dinge getan werden müssen. So muss man im Namen der Demokratie auch schon mal andere Länder bombardieren. The United States has been engaged in an effort to stop the advance of communism in Central America by doing what we do best. By supporting democracy. And it's almost Je öfter es gesagt wird, desto richtiger scheint es. Our cause of liberty, our cause of freedom, our cause of compassion and understanding. People want democracy, peace, and the chance for a better life in dignity and freedom. We want to lift lies around the world, not take them. Es sind perfide Methoden. Sie sollen uns zu Tränen rühren. We must get the Kosovo refugees home safely. Minefields will have to be cleared. Homes destroyed by Serb forces will have to be rebuilt. Homeless people in need of food and medicine. Of course we want to help other people. Die Botschaft lautet, Amerika darf nicht so selbstsüchtig sein. Wir müssen anderen helfen. Am Ende schaffen sie es, das Bombardieren von Menschen wie ein Akt der Nächstenliebe aussehen zu lassen. Today our armed forces joined our NATO allies in airstrikes against Serbian forces responsible for the brutality in Kosovo. We are upholding our values, protecting our interests, and advancing the cause of peace. Belgrade's largest heating plant up in flames. But even as planes of the multinational forces attack Iraq, I prefer to think of peace, not war. If my motives Wenn meine Motive ehrenwert sind, dann ist es nicht so schlimm, dass ich Menschen töte. Ich habe ja einen triftigen Grund, sie umzubringen. America will stand with the allies of freedom to support democratic movements in the Middle East and beyond, with the ultimate goal of ending tyranny in our world. And so you have kind of the high ground. Und dann der moralisch unantastbare Präsident. Er sagt uns, dass alles getan wird, um Frieden möglich zu machen. Das ist die offizielle Version. And that's kind of, you know, the official story. And I am continuing and I am increasing the search for every possible path to peace. Whether we're talking about Egal ob Johnson, Nixon oder der heutige Präsident, alle haben immer wieder betont, wie sehr sie den Frieden lieben und den Krieg hassen. We maintain our strength in order to deter and defend against aggression, to preserve freedom and peace. No one, friend or foe, should doubt our desire for peace. The United States wants peace. We seek peace. We strive for peace. Alle Präsidenten der letzten 50 Jahre haben uns erzählt, dass sie keinen Krieg wollen. I pledged in my campaign for the presidency to end the war in a way that we could win the peace. I still think we ought to take the right shot now. I think the less brown people we have around us are 200 people. Well, no. That I think would just be too much. The nuclear bomb, never happened.
So you have this paradox in a way of the president. Eine paradoxe Situation. Der Präsident ordnet massive militärische Gewalt an, viele Menschen werden sterben, und er sagt uns, ich will keine Gewalt, ich will Frieden. I respect your idealism. I share your concern for peace. I want peace as much as you do. Actually, für den Frieden zu kämpfen, dient immer als Rechtfertigung für den Krieg. We cannot wait for the final proof. The smoking gun. It could come in the form of a mushroom cloud. Wir Amerikaner möchten glauben, dass unsere Regierung niemals versuchen würde, uns mit billiger Propaganda in einen Krieg hineinzuziehen, wie sie es beim Irakkrieg getan hat. Saddam Hussein recently sought significant quantities of uranium from Africa. There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. Iraq. And Al-Qaeda. Iraq and Al-Qaeda. Terrorism. Cyber attacks. Nuclear program. Biological weapons. Cruise missiles. Ballistic missiles. Chemical and biological weapons. Iraq has weapons of mass destruction. President Bush has said Iraq has weapons of mass destruction. Tony Blair has said Iraq has weapons of mass destruction. Donald Rumsfeld has said Iraq has weapons of mass destruction. Richard Butler has said they do. The United Nations has said they do. The experts have said they do. Iraq says they don't. You can choose who you want to believe. The war propaganda function. Die Kriegspropaganda der USA ist fein abgestimmt, raffiniert und bestens mit den Medien verzahnt. Media terrain. The White House says it can prove that Saddam Hussein does have weapons of mass destruction, claiming it has solid evidence. The White House insisted again today it does have solid evidence that Saddam Hussein is hiding an arsenal of prohibited weapons. It's necessary. Der Paukenschlag der Medien dient als Verstärkungseffekt. Dirty bomb. Dirty bomb. Iraq Al-Qaeda connection. Saddam Hussein and Al-Qaeda share the same goal. They want to see both of them want to see Americans dead. And I was very struck by the acceptance. Die Bereitwilligkeit, mit der die meisten Medien die Sicht der Regierung übernahmen, hat mich erschreckt. Die Säbel wurden gewetzt und die Invasion des Irak war nicht mehr nur möglich, sondern fast schon sicher. President essentially giving Saddam 48 hours to get out of Dodge. War now seems all but inevitable. Short of a bullet to the back of his head or he leaves the country, war is inexorable. Well, I think that's exactly right. War is inevitable, and it is approaching inexorably. I agree. I don't think there's a viable option for the administration at this point. We're way too far out front in this. Send us over there, guys. Let's get on with it. Let's get it over with. Showdown Iraq. If America goes to war, turn to MSNBC and the experts. And in many ways, the U.S. news media... Die US-Medien standen dem Weißen Haus bald kaum noch darin nach, die Weichen auf Krieg zu stellen. In setting the agenda for war... We'll take you there. MSN. And although it's called the liberal media, wir sprechen gerne von liberalen Medien, aber es gibt kaum Berichte aus dieser Zeit, die die Unausweichlichkeit des Einmarschs in Frage stellen. Wenn die Presse so sehr zur Geisel der Regierung wird, haben wir ein Problem. That's when you have a problem. I just pull these two things out. I've laundered them so you can't really tell what I'm talking about because I don't want the Iraqis to know what I'm talking about. But trust me, trust me. If history's any guide, wenn die Geschichte uns eines lehrt, dann dass die Politik die Wahrheit immer gerne verschleiert. There are reports that there is no evidence of a direct link between Baghdad and some of these terrorist organizations. There are known knowns. There are things we know we know. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know. But, excuse me, but is this an unknown unknown? I'm not... Several unknowns, and I'm just wondering... I'm not going... I'm not going to say which it is. But Mr. Secretary, I'm right here. Im Vorfeld des Irakkriegs haben die Massenmedien es versäumt, die nötigen Fragen zu den überstürzten Kriegsvorbereitungen zu stellen. Im Gegenteil, sie haben über die militärischen Perspektiven diskutiert, lange bevor die Kämpfe überhaupt begonnen hatten. We've got generals, and if you ask them about the prospects for war with Iraq, they think it is almost certain.
CNN hat Offiziere im Ruhestand als angeblich unabhängige Experten angeworben. Die betonten militärisches Denken zu einer Zeit, als grundsätzliche Zweifel an diesem Krieg angebracht gewesen wären. Journalisten machen oft die Regierung verantwortlich, wenn es ihnen nicht gelingt, kritisch zu berichten. Aber keiner hat die großen Sender gezwungen, so sehr auf pensionierte Generäle und Admiräle zu setzen. Ein CNN-Moderator gab allen Ernstes damit an, dass er mit einer Liste möglicher Militärkommentatoren ins Pentagon gegangen sei und die Zuständigen gefragt habe, ob sie seine Auswahl gut fänden. Whether that was a good list of people to hire. And we got a big thumbs up on all of them. That was important. It wasn't even something to hide. Und sie geben auch noch damit an. Mit unabhängiger Presse hat das nichts mehr zu tun. Es sieht so aus, als ob unsere Medien im Kriegsfall automatisch eine Vermeidungshaltung einnehmen, auch wenn der Krieg auf Lügen basiert. My fellow Americans. 1964 behauptet Präsident Johnson fälschlicherweise, dass die Nordvietnamesen US-Kriegsschiffe im Golf von Tonkin angegriffen hätten. Damit bliebe ihm keine Wahl. Jetzt müsse er den Konflikt ausweiten. Es ist normal, die Öffentlichkeit zu belügen, zu täuschen, ihr wichtige Tatsachen vorzuenthalten. The destroyer was carrying out a mission of patrol in those waters, in international waters, when it was attacked. But it quickly became accepted as the absolute. Die Medien übernahmen Johnsons Version. Da die Presse die Geschichte nicht hinterfragte, war es für den Kongress wesentlich einfacher, die Tonkin-Resolution zu verabschieden. Ein entscheidender Schritt, denn damit waren die Tore offen für den Vietnamkrieg. Einige Jahrzehnte später sagt uns George W. Bush, dass der Irak ganz sicher Massenvernichtungswaffen habe. Der Geheimdienst habe dies bestätigt. Nichts davon stimmte. Secretary of State Powell will present information and intelligence about Iraq's illegal weapons programs, its attempts to hide those weapons from inspectors, and its links to terrorist groups. Der Höhepunkt der Propagandalügen ist erreicht, als Außenminister Colin Powell am 5. Februar 2003 vor der UN-Vollversammlung Bericht erstattet. Saddam Husseins intentions have never changed. He is not developing the missiles for self-defense. These are missiles that Iraq wants in order to project power, to threaten, and to deliver chemical, biological, and if we let him, nuclear warheads. After Colin Powell's speech, der US-Presse fiel darauf nichts Besseres ein, als begeistert zu applaudieren. This irrefutable, undeniable, incontrovertible evidence today, Colin Powell brilliantly delivered that smoking gun today. Colin Powell's outstanding today. I mean, it was lockstep. It was so compelling. I don't see how anybody at this point cannot support this effort. It was devastating. I mean, and overwhelming. Overwhelming abundance of the evidence. Point after point after point. He just flooded the terrain with data. I think case is closed. But at the time, dabei hätte man Pauls Aussagen analysieren und als Unwahrheit entlarven können. Während die britische und die internationale Presse die Angaben Pauls in Frage stellt, zollen die großen amerikanischen Nachrichtenmedien dem Außenminister einstimmig Lob. One of the great myths and part of the eines der größten Märchen der Kriegspropaganda ist, dass wir nicht wissen konnten, dass Washington uns angelogen hat. Einigen Leuten war es klar, und sie haben es auch gesagt, aber man hat sie nicht auf den Sender gelassen. Eine dieser kritischen Stimmen ist Phil Donahue. Er ist einer der wenigen Kommentatoren, die die offizielle Version Washingtons anzweifeln.
You know, we're all now, everybody's righteous. What a terrible Hitler this is. We were mute when he was doing that. He was our SOB. Absolutely. And now we're sending our sons and daughters to war to fix that mistake. Doesn't seem fair to me. Obwohl seine Sendung höchste Einschaltquoten hatte, wird sie drei Wochen vor Kriegsbeginn abgesetzt. Man fürchtete nicht nur den Druck der Regierung, sondern auch Werbekunden und Zuschauer. Unsere Soldaten sind im Kampf, wir müssen sie unterstützen, da stellt man nicht so unbequeme Fragen. Once the war against Saddam begins, we expect every American to support our military, and if they can't do that, to shut up. And that is a tip-off to just how skewed the media terrain is. Ein anderes bei CNN, den manche für einen liberalen Sender halten, hat im Herbst 2001, als die Raketen in Afghanistan einschlugen, der Chef ein Memo an seine Moderatoren und Reporter geschickt. Darin teilte er ihnen mit, immer wenn wir Bilder von sterbenden Menschen in Afghanistan zeigen, müssen sie die Zuschauer daran erinnern, dass dies alles im Zusammenhang mit dem Anschlag vom 11. September passiert. That it's in the context of what happened on 9/11. Told to several people. Wenn die Korrespondenten vor Ort danach von zivilen Opfern berichten, reagieren die Moderatoren im Sender sofort. CNN, Kandahar, Afghanistan. And we would just remind you, as we always do now with these reports from inside the Taliban-controlled Afghanistan, that you're seeing only one side of the story, that these U.S. military actions that Nick Robertson was talking about are in response to a terrorist attack that killed 5,000 and more innocent people inside the United States. Gern stellt man auch den erschreckenden Bildern aus Afghanistan Aufnahmen von Ground Zero gegenüber, wo die Helfer zu diesem Zeitpunkt immer noch 24 Stunden am Tag im Einsatz sind. Und man betont immer wieder, hier wurden 5,000 unschuldige Amerikaner ermordet. Dabei belegen alle Schätzungen, dass mehr Zivilisten bei der Bombardierung Afghanistans ums Leben gekommen sind, als 2001 in den Twin Towers in New York. Die Stimmung gegen die Kriegsgegner heizte sich auf. Some Americans sadly not interested in victory, and yet they want us to believe that their behavior is patriotic. Well, it's not. Pay no heed to the peaceniks and the left-wing rock stars. They've had their 15 minutes of fame. These people are essentially useless. They are reflexively opposed to war. It's a principled position, but it's the wrong position, and you can't take them seriously as a strategic voice. Millions and billions of useless people out there. If you want to have democracy, you've got to have Demokratie braucht freien Informationsfluss. Es darf keine Manipulation geben. You can't have the manipulation. Dann die Wende in den Medien. Nach der schnellen, erfolgreichen Einnahme Bagdads kommen die eigentlichen Probleme zum Vorschein. Es gibt keinen Plan für die Zeit danach. Die Gewalt eskaliert. Obendrein erfährt die Öffentlichkeit, dass der Militärschlag auf einer Lüge basierte. Der Irak hat gar keine Massenvernichtungswaffen. Jetzt kommt zum ersten Mal auch in den Medien Kritik auf. News Media. Plötzlich sind sich alle einig, dass bei der Tonkin-Resolution damals und den Waffen im Irak gelogen wurde. I'm sorry to say, but certainly television and perhaps to an extent my station was intimidated by the administration and its foot soldiers at Fox News. We should have been more skeptical. But that doesn't bring back any of the people. Aber das macht keines der Opfer wieder lebendig. Keinen unserer Soldaten und nicht die, die in ihrem Land von uns getötet worden sind. Es ist schön und gut zu sagen, das System hat funktioniert, die Wahrheit ist ans Licht gekommen. Für diejenigen, die gestorben sind, war es zu spät. Fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people and to defend the world from grave danger. Wenn der Präsident entscheidet, in den Krieg zu ziehen, wird der Krieg zum Produkt. Nach Vietnam hält die Regierung es für besser, die Kriegsberichterstattung direkt zu beeinflussen. Denn man vermutet, dass erst die negativen Bilder über den Krieg die Proteste der Menschen ausgelöst haben.
So for the invasion of Grenada, die Invasion von Grenada 1983, Panama 1989 und der erste Golfkrieg 1991 machte man prompt zur TV-Show, produziert vom Pentagon. Man tat alles, um die Regierungssicht ins rechte Licht zu rücken. Dann eine neue Ära, die Invasion des Irak 2003. Scores of American reporters have now joined US military units in Kuwait as part of the Pentagon's effort to make any war with Iraq what the Pentagon calls a media-friendly campaign. Die Medien verehren jetzt auch den Gott der Technologie. I've fallen almost in love with the F-18 Super Hornet because it's quite a versatile plane. I got to tell you, my favorite aircraft, the A-10 Warthog. I love the Warthogs. This morning around 4 a.m. local time, the first three took off, and when you're 300 feet away from them when they do it, you hear it in your shoes and feel it in your gut. Grundsätzlich hat es das schon immer gegeben, die Begeisterung der Medien für die neueste Tötungstechnologie, auch im Vietnamkrieg. B-57s, the British call them Canberra jets. We're using them very effectively here in this war in Vietnam to dive bomb the Viet Cong in these jungles beyond Da Nang here. The colonel has just advised me that is our target area right over there. 1, 2, 3, 4, we dropped the bomb, and now it's a tremendous G-load as we pull out of that dive. Oh, I know something of what those astronauts must go through. Well, Colonel, it's a great way to go to war. Yes, sir. Die Technologie wird von Mal zu Mal ausgefeilter. Wir haben intelligente Bomben, gelenkte Präzisionswaffen und doch sterben mehr Zivilisten als Soldaten und ihre Zahl steigt seit dem Ersten Weltkrieg immer weiter an. This is going to be the entire 9 yards. It was a breathtaking display of firepower. It's kind of a... Wir haben eine völlige Gefühlskälte entwickelt gegenüber dem, was unsere Waffen anrichten. Behind the flight deck, the weapons officer, who goes by the call sign Oasis, will never see the ground or the target, for that matter. The airfield is simply a fuzzy image on his radar. And this is another very insidious aspect of war propaganda. Es gibt noch einen perfiden Aspekt der Kriegspropaganda. Uns wird suggeriert, dass es moralisch richtig ist, die Menschen aus 10.000 Meter Höhe mit Hightech-Waffen umzubringen. Ganz im Gegensatz zu der Tat des Selbstmordattentäters, der die Menschen um sich herum mit seinem Sprengstoffgürtel in die Luft jagt. Is seen as the exact opposite. The targeting capabilities and the care that goes into targeting to see that the precise targets are struck and that other targets are not struck is as impressive as anything anyone could see. The care that goes into it, the humanity that goes into it, to see that military targets are destroyed, to be sure. But that it's done in a way and in a manner and in a direction and with a weapon that is appropriate to that very particularized target. The weapons that are being used today have a degree of precision that no one ever dreamt of. In vielerlei Hinsicht sorgt der Zweite Irakkrieg 2003 für neue Dimensionen, auch in der Berichterstattung. Mit dem sogenannten Einbetten von Journalisten hat die Beeinflussung ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Capable of taking it, just this biting sand in Central Iraq, 3rd Squadron.
U.S. Army 7th Cavalry. Rather than being kept far away, they were embraced. Jetzt hielt man die Reporter nicht mehr vom Geschehen fern, man umarmte sie geradezu. Hunderte zogen mit in den Krieg. Sie wurden Teil des Invasionsapparates. Die eingebetteten Reporter befanden sich immer auf der Seite der Angreifer, nie dort, wo die Bomben einschlugen. With people who are being bombed, you only had embedded reporters with the bombers. Last night, a tremendous light show here, just a tremendous light show as we were watching. And it was through the eyes of the invaders that so much of the reporting was done. Alles wurde aus der Sicht der Besetzer gezeigt. Die Korrespondenten der großen amerikanischen Sender ließen uns noch dazu wissen, wie eng verbunden sie mit den Soldaten waren. Manche sagten, ich würde alles für sie tun und sie alles für mich. Kameradschaftsgeist als Triebfeder der Berichterstattung. We had guys around us with guns and they were intent on keeping us alive because they said you guys are making us stars back home. So we need to protect you. That's very nice. Das ist sehr nett, hat aber nichts mit unabhängigem Journalismus zu tun. Das Einbetten der Reporter ist nur ein neuer Trick im alten Spiel der Kriegspropaganda. A myth has kind of grown up after the Vietnam War. Nach Vietnam ist der Mythos entstanden, dass die Medien dort besonders kritisch berichtet und den Amerikanern die ganze Brutalität des Krieges vermittelt hätten. As it unfolded, viele meinen, es sei das Beste, zu diesem Standard zurückzukommen. A standard that should now be rediscovered or emulated. This is what the war in Vietnam is all about. Yes, there was exceptional reporting. In der Tat gab es außergewöhnliche Berichte, aber es waren Ausnahmen. So die Bilder von GIs, die mit ihren Feuerzeugen ein Dorf abfackeln. Das ist den Leuten deshalb noch so präsent, weil es so unüblich war. Eigentlich sah man recht wenig von der maßlosen Gewalt dieses Krieges im Fernsehen. Besonders wenn amerikanische Soldaten für die Gräuel verantwortlich waren. Ein großes Tabu ist generell die Berichterstattung über das menschliche Leid. Bomben und Raketen, die vom Steuerzahler finanziert wurden, richten unermessliches Leid an. Sie verstümmeln und töten Menschen. Let no one think for a moment that retreat from Vietnam would bring an end to conflict. Withdrawal of all American forces from Vietnam would be a disaster. It's a real incentive for a Vor dem Krieg tut ein Präsident alles, um sein Volk dafür zu gewinnen. Er lügt, betrügt und manipuliert. Dann läuft es eine Weile problemlos für ihn, bis man ihn auffordert, den Krieg zu beenden. If we're not leaving so long as I'm the president, that would be a huge mistake. Our allies would lose confidence in America. To yield to force in Vietnam would weaken that confidence. Any sign that says we're going to leave before the job is done simply emboldens terrorists. A retreat of from the United States from Vietnam would be a communist victory, a victory of massive proportions, and would lead to World War III. If this little nation goes down the drain and can't maintain her independence, ask yourself what's going to happen to all the other little nations. It would not bring peace. It would bring more war. Selbst wenn die Rufe nach Rückzug so laut werden, dass man sie nicht mehr überhören kann, haben die Politiker Strategien entwickelt, uns das baldige Ende des Krieges anzukündigen, während sie ihn in Wirklichkeit noch verlängern. Oder sie schaffen es sogar, wie im Fall von Nixons Vietnamisierung, den Krieg im Namen der Beendigung des Konfliktes noch anzuheizen. In the previous administration, we Americanized the war in Vietnam. In this administration, we are Vietnamizing the search for peace. It's the idea that, okay, the war. Nun, da der Krieg unpopulär geworden ist, zieht man ein paar US-Truppen ab und überlässt den Verbündeten vor Ort die Verantwortung. Our strategy can be summed up this way. As the Iraqis stand up,
We will stand down. It's a way of saying to people in the United States, das vermittelt den Amerikanern, wir werden auf jeden Fall da rausgehen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Der Fokus der Medien liegt immer auf unseren Soldaten. Die Leiden der zivilen Opfer werden uns kaum gezeigt. 1968 tritt der einflussreiche CBS-Moderator Walter Cronkite vor die Kamera und stellt sich massiv gegen die Regierung. Cronkite sagte ganz klar, der Krieg ist nicht zu gewinnen. It seems now more certain than ever that the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate. Jetzt, da der Wind sich gedreht hatte, übernahmen immer mehr seine Meinung. Lyndon Johnson soll nach Cronkites Kommentar gesagt haben, ich habe halb Amerika verloren. Die Aussage wird gerne zum Wendepunkt des Krieges und zur moralischen Stellungnahme der Medienwelt hochstilisiert. Nun, das stimmt und stimmt auch wieder nicht. Cronkite stellte fest, dass die USA entgegen der offiziellen Version den Krieg in Vietnam nicht gewann, nicht gewinnen konnte. Er sprach nicht davon, dass der Krieg falsch war. Wenn der Kritiker sagt, der Krieg ist schlecht, weil wir ihn nicht gewinnen, lautet die Antwort, wir zeigen dir, dass er zu gewinnen ist oder dass der nächste Krieg zu gewinnen sein wird. Diese Kritik stellt nicht das Recht auf die Aggression an sich in Frage. Dazu müsste sie tiefer gehen. Egal, ob dieser Krieg zu gewinnen ist oder nicht, ein Reich mit Cruise Missiles erzwingen zu wollen, ist nicht rechtens. Während der letzten 5 Jahrzehnte haben wir eine Reihe von militärischen Interventionen erlebt. Unser Militär ist einmarschiert, hat Länder bombardiert und sie über lange Zeit besetzt gehalten. Immer wurde uns gesagt, es geschehe mit hehren Absichten und immer wieder haben junge Amerikaner und zahllose andere Menschen mit ihrem Leben dafür bezahlt. All das gilt auch heute noch. Die Dynamik ist immer dieselbe, bei der Besetzung des Iraks oder bei möglichen Zielen wie dem Iran. Und die Zukunft wird dasselbe bringen, wenn wir nicht begreifen, wie der Krieg in unsere Köpfe gepflanzt wird. Die Medien haben geglaubt und uns glauben gemacht, dass die Außenpolitik vom Präsidenten gemacht werden sollte. Dieser kluge Kopf im Oval Office hat alle Informationen. Er weiß mehr als wir. Das amerikanische Volk spielt keine besondere Rolle. Es hat nicht die Fähigkeit, mit so einer Situation umzugehen. Das gilt für den Vietnamkrieg, aber auch für spätere Konflikte. Im Kongress hat es immer wieder einzelne Stimmen dagegen gegeben, aber sie fanden keine Plattform in den Medien. Auch wenn heute klar ist, dass sie richtig lagen. However difficult this vote may be, some of us must urge the use of restraint. Our country is in a state of mourning. Some of us must say, let's step back for a moment. Let's just pause just for a minute. And think through the implications of our actions today so that this does not spiral out of control. As we act, let us not become the evil that we deplore. Thank you, and I yield the balance of my time. Gentlewoman's time has expired. And this is a very common motif of history. Es hat immer wieder Menschen gegeben, die als Außenseiter abgetan wurden, weil sie nicht mit dem Strom schwimmen wollten. Oft hat sich herausgestellt, dass sie als Einzige den historischen Moment richtig eingeschätzt haben. To understand the historical moment. We got to back our president. Since when? Do we have to back our president, or should we, when the president is proposing an unconstitutional act?
Das beste Beispiel ist Senator Wayne Morse. 1964 schwamm er gegen den Strom des gesamten Kongresses. Morse sprach der US-Regierung das Recht ab, den Krieg gegen Vietnam überhaupt anzufangen. Denn, so sagte er, es ist Sache des amerikanischen Volkes, über die Außenpolitik zu entscheiden. Senator, the Constitution gives to the President of the United States the sole responsibility for the conduct of foreign policy. Couldn't be more wrong. You couldn't make a more unsound legal statement than the one you have just made. This is the promulgation of an old fallacy that foreign policy belongs to the President of the United States. To whom does it belong, then, Senator? Belongs to the American people. All right, and our Constitutional fathers made it very, very clear. Where does the President fit into this in the responsibility scale? What I'm saying is, under our Constitution, all the President is the administrator of the people's foreign policy. Those are his prerogatives. And I'm pleading that the American people be given the facts about foreign policy. You know, Senator, that the American people cannot formulate and execute foreign policy. Why, you're a man of little faith in democracy if you make that kind of an argument. I have complete faith in the ability of the American people to follow the facts if you'll give them. It isn't. And my charge against my government is we're not giving the American people the facts. And that's a kind of faith in democracy. Dieses Vertrauen in die Demokratie ist in Washington nicht sehr verbreitet. Aber es ist eine gute Auslegung unserer Verfassung und eine gute Definition von Demokratie. Der bekannte amerikanische Journalist I.F. Stone hat einmal gesagt, dass alle Regierungen lügen und man ihnen nie glauben sollte. Stone meinte nicht, dass die Regierungen immer lügen. Aber wir sollten nie glauben, dass das, was eine Regierung uns sagt, automatisch wahr ist. Denn wir haben die Verantwortung, hinter die Fassade zu blicken. Wenn wir die Tricks durchschauen, mit denen man versucht, das Schlachten schön zu reden, dann hat der Wahnsinn des Militärs, wie Martin Luther King es nannte, keine Chance. Wenn wir erkennen, wie viel Leid das Blutbad bedeutet, können wir den Lauf der Dinge ändern. Aber die Suche nach der Wahrheit ist nicht leicht und braucht unsere